Deutschland. Heute zu Gast Michael Jungen. Michael, grüße dich. Olli, Hallo. hallo. Es geht ums Blechschneiden, es geht um filigrane Arbeit. Das, was man früher versucht hat, mit so einer Flex oder mit so einer Blechschere zu machen, das braucht man sich jetzt heute nicht mehr damit rumzuquälen, sondern wir haben den Nippler. Richtig. Und du zeigst uns, wie er funktioniert. Aber natürlich, aber ein Satz ganz am Anfang, probier damit mal rumzuschneiden. Das geht ja sowieso nicht. Ja. Liebe Zuschauer, was Sie zu Hause brauchen, ist unser Nippler-Startgerät. Am besten, wenn Sie eine Station bauen wollen, mit zwei Halterungen: ein Halter für die Bohrmaschine, ein Halter für den Nippler. Also ganz normale Bohrmaschine. Bohrmaschine ab 400 Watt oder gegebenenfalls Akkuschrauber. Innen läuft eine Stanze. Jetzt haben wir hier schon mal den verzinkten Stahlblech in der Hand genommen mit 1,2 mm. Also nichts mehr hier mit Nachfeile, Schleife oder sonst irgendwie. Pico Bello fertig. Du hast keinen Grad dran. Denn wir machen zwei Schritte in einem Arbeitsgang. Ja. Schneiden, stanzen und entgraten. Ja, aber jetzt haben wir hier noch mehr. Das wollen wir ja aussehen. Ja, richtig. Jetzt ziehen wir einfach mal ein paar Materialien durch, damit du und die Zuschauer sehen, was alles machbar ist. Generell gesehen, von 0,2 ist wichtig. Ein ganz dünnes Blech, ohne dass es verbiegt, bis hoch auf 2 mm. Kein Thema. Schauen Sie mal, was wir machen, liebe Zuschauer. Ein Lochblech. Problem, in Rohre rein. Ausschnitt aus dem Rohr raus. Wie soll es gehen? Hier mit. Ja, ey, guck mal, das ist wirklich, also ich meine, das kann man sich ja denken, das geht immer her, probieren das hier, probieren das. Wetten das, auf die Wette gehört, probieren wir mal. Und pass auf, was ganz wichtig ist, ich habe jetzt, relativ frei gearbeitet. Ja? Ja. Du brauchst eine Linie, musst an einer Linie entlang arbeiten, der Zuschauer auch, es muss erfassen. Jetzt nehmen Sie einfach ein bisschen Farbstift. Ich nehme jetzt mal hier ein farbiges Blech, ein lackiertes Blech, damit Sie sehen, dass auch ich im Lack keine Beschädigung habe. So, wir brauchen die Linie. Und jetzt können wir es so machen, am Anfang die Maschine ein bisschen runterdrosseln. So, und jetzt sehen wir genau, wo wir arbeiten.